Es ist ein Puschlitz. 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 Puschlitz, 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 Puschlitz. Puschlitz. So. Schönes Wetter heute. Wenigstens mal kein Regen in der Wüste. Das ist doch schon mal was Erfreuliches. So, ich sehe gerade, ich habe offensichtlich einen Kackstandort erwischt. Denn heute habe ich Interesse, mal nach Maruko zu gehen. Wir fangen am besten mal ein wenig am äußeren Zippel an. Orientieren uns erstmal. Wow, 5200 Meter. Da würde ich erstmal sagen, wir laufen einfach mal los und schauen mal, wo wir so unterwegs überall hinkommen. Weit und breit ist nämlich außer Wüste erstmal überhaupt nichts zu erkennen. Oh, da vorne doch. Schau mal, ich sehe zwei Türme. Da lassen wir uns doch mal überraschen, was ist. Was ist denn das? Eine schwule Ziege. Was es hier nicht alles gibt in der Wüste. Ziegen in der Wüste. Nicht schlecht. So. Müssen wir uns natürlich erstmal einen Überblick verschaffen. Das ist ein Auto. Habe ich ein Fernglas? Nein. So, ich nähere mich mal langsam, weil es ist mir nicht ganz geheuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Folks. Ich meine, ist zwar nett, dass so ein Gefährt steht, ne, aber gleichzeitig verdächtig. Ich meine, die Autos. Okay, da sind Köpfe. Auf jeden Fall ist da ein gewisser Betrieb. Die Frage ist nur noch, Zombie-Betrieb oder Spielerbetrieb? Okay, das kann ich jetzt nicht ganz erkennen, deswegen werde ich jetzt mal einen kleinen Rundlauf machen. Da habe ich wieder Gesellschaft entdeckt. Wollen wir aber mal hier. Okay, das hier ist Zombie. Zombie. Augenscheinlich. Ja, nur Zombies. Und ein Auto. Dieses Auto interessiert mich brennend. So, die Frage ist nur, ob ich das gefahrlos erreichen kann. Tendenziell eher nein. Den Türmen scheint aktuell nichts los zu sein. Das beruhigt mich schon mal in gewisser Weise ein bisschen. So. Überall wackeln nur Zombies umher. Das klingt auf jeden Fall für mich dann zumindest schon nach einer etwas halbwegs sicheren Sache, weil was ich jetzt nicht gebrauchen kann, ist natürlich, wenn jetzt einem Spieler einfällt, der hier zufällig des Weges kommt. Hey, das Auto, das nehmen wir jetzt mal mit. Die Frage ist natürlich überhaupt, ob ich dieses Auto verwenden kann. Ob man damit überhaupt fahren kann, noch hat es Benzin. Wenn ja, wie starte ich es?
Ich scheine in der Tat alleine zu sein. Ich sitze jetzt am Beifahrersitz, oder? Zu Driver's Seat, Sir. Es sieht, auch wenn ich mich gerade drehe. Ah, okay, ich lenke offensichtlich mit der Maustaste. Oh, scheiße, jetzt habe ich gehupt, ey. Fuck. Also hupen geht schon mal. Ihr müsst mal kurz einen Moment zuschauen. Ein kleiner Aufruf an alle Zuschauer, die auch DayZ spielen. Left, right, car forward ist up. Also oben. Get out, eject. Also offensichtlich müsste ich mit dem Auto jetzt direkt fahren können, wie ich gerade sehe. Wenn ihr DayZ spielt und ich täusche mich und ich erst was anderes machen muss, dann bitte in Kommentare posten. Aber nach meinem Verständnis müsste ich jetzt, wenn ich jetzt nach oben drücke, car forward, losfahren können. Da es aber sich nicht bewegt, scheint offensichtlich meine Tankanzeige leer zu sein. Wie gesagt, wenn ich recht habe, sagt's mir, dann weiß ich's fürs nächste Mal. Und dann organisiere ich mir erstmal ein bisschen Benzin. So, die Connection sagt schon wieder Winke Winke. Ich hoffe, das belastet mich jetzt nicht zu sehr. Hopp, hopp, hopp. Kleine Fluchteinlage. Die Zombies haben offensichtlich Besitzanspruch auf das Auto erhoben. Ich würde ja mal ganz gerne... Ich würde mal ganz gerne testen, wie das mit dem Auto so ist. Okay, das war's. Shit. Ich melde mich gleich nochmal zurück. So, sind wir wieder zurück. Irgendwas ist, hat sich bei dem diesem Server ja gegen mich verschworen. Geht mir übrigens an diesem hier auch genauso. Denn pünktlich oder seitdem ich hier begonnen habe, seitdem ich auch noch, ja, was gehen, ey, was ist denn das für eine Tür? Seitdem ich hier mich anmelden wollte, habe ich dieses tolle Zeichen da unten. Und hier hat jemand ein so starkes, durchsichtiges Fliegengitter dran gehängt, dass ich nicht eintreten darf. Wenigstens habe ich eine Map. Mal schauen, wie lange. So. Könnt ihr euch noch an eine meiner letzten Ziele erinnern, die ich hatte? Diese Burg, Festung, Schloss, was auch immer das sein mag, zu begutachten. Und ich dann hinterrücks aus dem Hinterhalt erschossen wurde. Ja, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, dann wollen wir jetzt das Ganze nochmal versuchen. Hier rein darf ich immer noch nicht. Scheiß Baracke hier. Gehen wir mal den Hintereingang. Da dürfen wir wenigstens... Ta-da-da-da, komm zu Papa. Schaut euch das an. 30 Schuss AK-74. So, was haben wir hier? 12 Gauke. Ein AK-Magazin haben wir. Die sollten wir mit... Scheiß Connection Problems. In meinem Back ist nix. Ich will Soda mitnehmen. Also irgendwie ist die Serverauswahl recht laggy. Denn dieses Zeichen kommt jetzt innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten jetzt schon zum dritten Mal. Naja, was soll's. So, also. Was läuft da vorne rum? Zombies. Also, wir werden uns jetzt unserem Ziel vom letzten Mal nähern, sofern der Server hält. Wenn ja, seid gespannt, was uns da erwartet. In der Hoffnung,
nicht nochmal erschossen zu werden. So. Hier ist jetzt Civilization. Und natürlich auch, wo die Civilization ist, sind auch Zombies. So. Ich werde jetzt das Gelände gut... Ey, was ist das für ein scheiß Server, ey? Ich werde jetzt die Gegend gut im Auge behalten. Man kann ja nie wissen, was kommt.